Konflikte. Immer. Immer diese Konflikte. Oh, Bärchen. Oh, Grünland, endlich nicht mehr frieren. Das ist sehr gut. Dann geht der Eisrand hoffentlich bald weg von meinem Bildschirm. Ich habe auch immer nur rot, rot, rot. Jetzt wird's gelb. In der Nachtquest, da war es sehr kalt. Da war es arschekalt. Oh ja, natürlich, es regnet. Ja klar, oh, es gewittert. Hamburger Wetter. Haben wir denn schon wieder? Hamburger Wetter. 91, drei Tage. Also, wir haben noch zwei Streams. Nächsten Stream noch nicht, übernächsten. Übernächsten Stream. So ungefähr. Mich ärgert das, dass die Jungs da nicht zurechtkommen, ne? Das ist doof, ja. Boah, das war knüppig. Zwei Einkaufswagen, das sind zwei Fallen, die hier gestellt wurden. Das ist auch eine schöne Chance. Ja. Na, in der Alpha 21er. Suchen wir uns oder wir bauen wirklich mal was. Aber ich wollte gerade sagen, ich möchte tatsächlich nicht in der Stadt wohnen, ne? So bin ich ganz ehrlich. Nee, in der Stadt wohnen nicht. Außerhalb irgendwo schön. Ah, hier ist Stefans Falle. Ah, sieht schon geil aus, ne? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sieht schon geil aus. Ja. Bei mir wird es natürlich nicht so architektonisch wertvoll wie jetzt beim Stefan oder so, aber ich baue halt auch gern. Auch wenn es alles architektonisch wertvoll. Praktisch, quadratisch praktisch gut ist, gell? Architekt. Na, oder also, Manustürmchen, das ist natürlich auch mega. Also wenn jetzt hier kurzerhand irgendwie so ein Berg, so ein Steinberg vor uns auftaucht, dann rumpst das richtig. Oh. Ich baue auch so, Grit. Ja. Bei dir da hinten? Jens. Wir sind uns einig. Oh, war eine Mauer. Was hat Lavi geschrieben bei uns? Alles gut, weil bei ihr war nicht, bei uns ist alles klar. Wegen, wo ich gefragt habe, weißt du, ob bei denen auch Probleme sind wegen Server und. Guck mal, ich habe dich heil nach Hause gebracht. Ich bin sehr begeistert. Vielen lieben Dank. Ja. Bin ich jetzt ausgestiegen? Ich schreibe gerade schon wieder EE in den Chat. Lol, bau nur zweckmäßig, also die Hordenbase. Ja, naja, das sieht schon nice aus, kannst du nichts sagen. Sehr cool auch. Ja. Das sieht schon nice aus. So. Höre zu. Ich habe auch Bücher. Oder habe ich die jetzt gar nicht mehr in die Tasche? Es gibt, es sind einige. Doch, ich habe ein bisschen was in der Tasche schon. Tschu. So, da kannst du ran. Das ist sehr nett. Naja, die Kiste ist aber auch fast voll, ne? Ja. Mal so nebenher erwähnt. So. Jetzt gehe ich erstmal an den Essen-Kühlschrank. Erstmal Essen auslagern. Ja. Mais. Ja, ich habe noch ein Buch gefunden. Aber ich habe Durst. Ich muss was trinken. Und zwar habe ich noch was in meinem Täschchen. Natürlich. Bestimmt. Hier, Yucca-Saft. Schamsuppe kannst du kriegen. Das kannst du kriegen. Ich freue mich immer sehr, dass du an mich denkst. Und mich mit schönen Sachen ja, natürlich. Wenn ich dich sonst schon nicht beglücken kann. Also das hast du jetzt gesagt. Oh, guck mal, da ich steht habe sie. Mich nie beschwert. Einsam Ach, und allein steht der Manus-Drohne. Echt mal. Oh, das arme Mäuselein. Guck ja, mal, deine Geschwister, Kinder, Mutti, Vati sind wieder da. Nee, meinst du es ja, das Kind? Dein, ich vergiss es einfach. Ich wollte gerade sagen, das wird nichts heute. Nee. Ich habe schon eine Komponentarmbrust, wieso habe ich die jetzt nochmal genommen? Ja, ist doch egal. Aber dann kriegt die Manu. Ja.
Dann packe ich die bei Manu in die Kiste. Manu, ich pack dir meine Komponentarmbrust rein. Ja? So, eine Level 5er. Stahlvorschlag einmal 5. Ja. Nee, das kann in die Schmiedekiste. Ich pack dir jetzt nicht alles hier rein, damit du nicht alles wegpacken musst. Ja, jetzt hier noch Stoffverbände, ne? Ernsthaft, oder? Warte mal, was war hier jetzt? Automatische Schrotflinte gelevelt. Mhm. Eine 4er automatische Schrotflinte gelevelt. Ein Component-Armbrust, eine 4er gelevelt. Mhm. Hä? Ah ja, also gedingst. Die 4er, da hab ich, da ist ein Visier drin. Ach so. Dann war das letzte Mal vielleicht eine 4er, nee, die 4er Component-Armbrust und was war das noch? Ich weiß, Dings. Hab ich, die, da hatte ich Dings rein, da hatte ich schon Dings Dingsbums. Rein. Dingsbums, weißt du, was ich meine? Ja. So, das Eisen kann ich wegräumen, das kommt in die Dingskiste. Ich mach dir gar nicht so viel Zeug. Warte mal, obwohl, nee, die 5 Rap-Kits behalte ich mir mal in die Tasche. Also, wir packen dir gar nicht so viel rein, ich bin vorhin. Component-Bogen. So, ich mach mal die 5er Machete jetzt hier rein. Falls jemand haben möchte. Die hat ja auch nicht aussortiert. Ich hab hier eine. Genau. Was hatte ich denn noch? Ich habe ja noch irgendwas gefunden. Ah, die 5er Stahlaxt, falls jemand haben will. Und eine 5er Stahlschaufel hab ich auch noch. Oh, ich habe diesmal die 6er Magnum. Ich frag Manu, ansonsten würde ich die erstmal bei mir behalten. Ja. Behalte ich erstmal in meinen Tisch. So, dann habe ich schon fast alles. Das andere ist Medizin und Schmiede. Dann haben wir schon alles wieder ausgeräumt. Hä? Naja. Die Schneebälle habe ich. Wo habe ich die denn her? Achso, haben wir gegraben? Haben wir gegraben? Ich weiß es nicht. Ich habe Schneebälle in meinem Tisch. Oh, nicht verkehrt. Du wirst mich hassen, aber es ist mir wurscht. Ganz ehrlich. Nein, niemals. Du weißt das. Ich weiß, aber ich hasse es, wenn das alles durcheinander ist. Da kriege ich mittelschwere Lebenskrisen. Also tust du die wieder das Knöpfchen drücken für automatisches Sortieren. Voilà. Niemals! Ich weiß es genau. Ja, aber diese ganze Munition, weißt du, das passt da so und so nicht und so nicht. Aber wir brauchen noch eine Munitionskiste. Ja, ich weiß es doch. Du kannst sie doch auch. Ich finde es toll, dass sie da ist. Wer? Die Kiste? Ja. Ach ja. Noch was hier rein kann. Meine Krücken behalte ich lieber mal am Mann. Na gut, ein bisschen. Oh, oh. Ach so. Auch voll. Du hängst, nee, ich war dran. Ich dachte schon eben so, ups. Hey, yo, hier. Hallo, ist Vera. Aber wo kommt denn die Blutbeutel hin? Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, die sind hier auch drin. Ach ja. Ja. Dann heißt er auf der falschen Seite reingeschmissen. Weißt du, wenn wir damit fertig sind, das auszuräumen, ne? Haben wir Feierabend. Nee, dann haben wir noch ein ganzes Auto voll. Ah! Ja, stimmt, da war ja noch was. Uff, na, das wird lustig. Ja. Ich mach. Hallo, Creme. Hallo. Boah, wir haben, glaube ich, gerade Besuch gehabt. Ja, da schießt was. Kannst du gerne gucken. Schlappen. Marete. Klamottis, da kommt der rein. Und Brustpanzer kommt da auch rein. Keine Menschenseele mehr da. Alle abgeballert. Alle tot. Ja, nehme ich mal an. Nö. Nein, der schießt doch nur da vorne und an der Seite. Da schießt irgendwer, ne? Ach, wieso habe ich denn jetzt hier nochmal ein Dings, Nadel und Faden? Das erklär mir mal. Ich muss mal ein bisschen Sprit hier lassen. So, Wasser rein, Bierchen rein. Ich habe immer noch zu viel. Wir haben immer noch zu viel Zeug. Ja, was soll uns das sagen? Wir haben zu viel Zeug. Aber eigentlich kann man nie genug haben. Du weißt es, genau. So, das Wasser da rein. Zack. Oh, jetzt habe ich doch meine Tasche schon. Ne, ich habe zu viel Muni in meine Tasche. Das muss alles weg.
Das brauche ich alles gar nicht, das Ganze. Weißt du, ich habe vorhin immer gesagt, ich habe gar keine Munition. Die habe ich in meiner Tasche auch nicht gesehen. Jetzt habe ich da Berge Munition drin. Warte mal. Ja, das ist da nicht korrekt. Wie will ich jetzt hier raus? Aua, meine Augen. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich habe 900 Magnum-Munition. Was soll ich mit dem ganzen getöten? Ernst? Pack's wieder weg. Was mache ich jetzt hier? Fehlt. Was mache ich? Was mache ich? Wir machen mal die Stofffetzen mit in die Apotheke, ja? Ja. Ja, ja. Was mit in die Apotheke? Ich habe auch so viel Benzin in der Tasche. Ja, habe ich auch schon bei den Büchern reingetan. So viel Krams. Hier rein? Hier rein. Na, guck mal, wir haben 1er und 2er Elektrostäbe, die können wir eigentlich auch mal zerlegen. Die benutzt ja eh keiner. Verkaufen, nicht zerlegen. Was kriegst du denn dafür? $6 kriegst du dafür. Ja. Da kriegst du wahrscheinlich für das Schockstabteil mehr. Was du da rausbekommst. Also ich sage nichts. Du hast recht. Ich türme dir zu. Dann, wenn du da Schockstabteile brauchst, dann mach es doch. Nein, ich sag nur, wenn du. Ich glaube, da ist es besser, die Schockstabteile zu verkaufen. Würde ich jetzt mal so meinen. Da ist mein gutes taktisches. Ich hab's wieder gefunden. Oh, ah, ihr so braucht ein Lagerhaus. Ja, ich glaube, ich werde den nächsten Stream werde ich damit verbringen, unten mal das Lagerhaus zu machen. Was hältst du davon? Welches Lagerhaus, wo? Dein Keller, den wir angefangen haben. Und das wird das Lager? Ja, warum nicht? Ja, da können wir hier bohren, da können wir auch den Raum halt einfach mal machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, auch mal eine Maßnahme, das ist gar. Komm, die Machete mache ich jetzt hier mit rein, denn das Waffen auch endlich voll. Hurra! Munition, 9 mm. Oh, oh. So langsam müssen wir tatsächlich. Dann umdisponieren. So, das Geld will ich noch wegpacken. Ich brauche nicht so viel Kohle in meinen Tisch. 23.000 trage ich hier einfach mal mit mir rum. 23.000. Ja, jetzt nicht mehr. Habe ich ausgepackt. So, das Benzin mache ich auch mit hier rein. Schwupp. Und dann habe ich meine Täschchen wieder leer. Nee, Nitrat. Das kommt mit in die Waffenkiste hier mit rein. Nitrado. Ja, sieht gut aus. Da können wir auch wieder ein bisschen Schießpulver, wenn wir brauchen, produzieren. Also wir haben wieder alles am Start. Oh, ich habe noch einmal Stofffetzen da. Ja. So. Alles easy peasy. Nein, nicht einsteigen. Ach. Natürlich, jetzt wo ich, es klingelt zur Mitternacht. Ja. Wenn ich das Auto leer mache. Okay, da ist noch drei Sachen im Auto. Ich hol die rein. Warte. Es sind noch 3 Sachen im Auto. Oh, Alter. Also Buch. Bücherkiste ist voll. Die Bücherkiste ist voll. Also bei mir sind noch 4 drin gewesen. Achso, 4 Sachen. Ja, kann auch sein. Die Bücherkiste ist voll. Unsere Bibliothekskiste ist voll, Leute. Was, wieso und warum? So. Unten. Wir haben 8-mal Hotdog, Chili Hotdog. Raketenwerferteil, ne? Ein Nadelfahren, Band 2, Band 4, Band 5, Band 7. Ödlandschätze, 1. Also, ich habe hier noch 7 Kochtöpfe. Ja, ich habe auch noch, warte mal. Warte mal, ich muss mal jetzt in die eine Kramkiste, die ist. Warte. Ja. Die Kochtöpfe habe ich schon rausgepackt. Und hier habe ich noch das gute Hühnersüppsche. Räume ich auch mal noch weg. Bist du noch draußen? Ja. Okay, da ist Tür offen. Hühnersüppchen. Schabupp. Nein, nicht mein Kaffee, den brauche ich. Hier, Hühnersüppsche weg. So, ich habe alles wieder aufgebaut. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Bücherkiste voll zu kriegen. Voll zu machen. Das ist so krass. Ei! Oh, kannst du dich mal. Ja, freu. Liegt, glaube ich, hinter. Kaffee. Aloe, das.
Hallo. Wilfried. Och, Menno. Die verträgt nicht viel, ha? Nö. Hab ich mir schon gedacht. Das war... Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich sie getötet habe so schnell. Beim Sortieren, du könntest, weißt du, Jason, du hast ja auch immer deine Leute, die das für dich machen, ne, lieber Jason, ne? Und ich bin immer froh. Die Kuschelkisten, gell? Ja, ne? Der Jason ist nämlich auch immer ganz glücklich, dass das hier gemacht wird. So, Houston, jetzt... Ich sortiere immer selber im Traum. Ja, das machst du ganz toll. Das kann ich bestätigen. Du sag mal, die Steinpfeile, sind die notwendig? Nein, wäsch damit. Also Steinpfeile, damit fangen wir in der Alpha 21 wieder an, aber jetzt erstmal. Die haben also keinen Wert, siehst du. Die Pfeilspitzen tue ich. Oh, ich habe noch mehr Mund, wie ich kotze. Sag das nicht. Doch. Nein. Ne. Was ist das hier? Panzerbrechende Robotergeschützturmkramgedöns. Ja, das brauchen wir aber. Ja, schon, aber guck doch mal in die. Aber wenn wir nächste Woche das Lager bauen. Ja. Achso, die Kisten kann man ja nicht wieder abbauen, ne? Ja, die bauen wir wieder ab. Wir haben genug Zeug. Also so ist ja, es nicht. Ja. Und dann kommen da unten schöne Kisten hin. Ach, im Grunde genommen hätten wir, wenn wir den Tisch wegnehmen und die Leuchte, hätten wir ja da noch Platz. Nein. Wir wollen ja hier vernünftig wohnen, oder? Ach so. Nicht wie bei den Shoshone. Nicht wie bei den Hottentotten. Aha. Hier, warte mal, ich hab ja auch noch... Lila Herz, lieber Jason, lila Herz. Ach, guck dir das an hier. Das. Gute Nacht, Jason, schlaf gut. Bis morgen. Das Moje? Was ist Moje? Moje ist Strieme. Moje ist Strieme. Wenn ich mich nicht täusche. Ist heute der 11. Ja, dann ist morgen Stream. Oh, da müssen wir ein bisschen Werbung machen. Morgen mal bitte, ihr Lieben, könnt ihr mal beim Jason reingucken. Walking Dead ist aber cool, ne? Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist aber cool. Da würde ich ja dann auch tatsächlich mal empfehlen. Naizo, gucke. Ja, ich werde mal die Motoren jetzt doch hier rausnehmen. Haben wir nicht noch eine Generatorbank? Dann können wir die doch irgendwo hinklappen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe. Machen wir nicht. Ich bin froh, wenn ich jetzt hier alles weg habe. Machen wir das nächste Mal. Der Höschen. Doch, nee, Schuhe waren das, ne? Schlappen. Das ist hier Schlappen? Nee, das sind, oder doch? Ich glaube, ich habe jetzt alles wieder Stiefel. Auch. Handschuhe waren. Da? Ja, guck. Und Brustpanzer waren denn logischerweise hier. Da. Stiefelchen. Werkzeuge. Also ich bin schon bereit. Aber warte mal, ich kann ja in die Machete. Kann ich mir die Sachen aus meinem Messer raus, Dingenskirchens. Also habe ich nur Farbe rosa drin. Ohne rosa Machete, das ist doch, hört sich nach dem Plan an, oder? Das, absolut. Yay! Ich werde mal Patronenhülsen hier bei dir. Ach, das, guck mal, deswegen hat das nicht gesteckt. Und das hier kann auch dazu. Steckt das von alleine? Nee, natürlich nicht. Verändern. Ränder mit die rosa Farbe. So, das ist noch eine Waffe. Guti. Such mir mal noch eine Mod. Ja? Keine mehr da? Hm. Sind gleich zu Hause. Wir haben noch 1,7. Miri! Mit der Ruhe. Andrina räumt noch. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Machete mache ich jetzt hier mit rein. So. Jetzt habe ich aber immer noch Munition, die ich nicht weiß, wohin. Weiß nicht, wohin mit der Muni, was für welche. Ich höre es schon wieder trappeln. Ich auch. Füßchen an Füßchen. Und so weiter.
habe jetzt keine Zeit für dich. Mach kaputt und gut ist. Ja, ich will. Nimm den Schockstab. Okay, dann nehme ich den Britzel-Britzel. Nimm den Britzel-Britzel. So. Mache ich dich jetzt noch hier. Meinst du, da lebt sie länger? Sie hält das besser aus? Nein, nicht ernsthaft. Wirklich. Unser Medizinschrank ist auch voll. Dankeschön. Bitteschön. So. Warte mal, wo habe ich denn meine gute Steinaxt? Kann das sogar wieder reparieren, was die hier. Na, es geht einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Was kann ich? Ich habe zu viel Zeug. Ach ja. Du hast zu viel Zeug. Ja. Verändern. Passt hier noch irgendwas rein? Das passt hier noch rein. Warte mal, das macht. Gesundheit, Gesundheitspunkt und das? Hab's geschafft. Wozu heben wir die eine Knochenmesse auf? Weil wir die dann irgendwann wegtun. So. Irgendwann werden sie wegkommen. So, und die Pfeile, die habe ich noch in der Tasche. Die werde ich jetzt. Die werden auch verkauft. Ja. Da. Zack, 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 zack. So, jetzt habe ich erstmal alles wieder repariert. Es kann sich jemand berufen fühlen, gerne den von meinen Damen. Jetzt weiß ich, warum ein Platz ist. Ich habe ja eine neue Knarre, deswegen. Schnarre, la 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 la. Wasser können wir hier. Ach, das Wasser können wir gleich mal trinken. Oh, ich komme wieder rein. Benutzen. Klabastert. Oh. So. Also, sieht doch ganz anständig aus. Ich habe von allem ausreichend. Ja, ich habe von allem ausreichend. Aber das mit der Brücherkiste ist ja wohl auch der Knüller, oder? Und muss das mit bei dir. Achso, hast du jetzt zwei? Ja, ich habe jetzt eine zweite dahingestellt. Aus der zweiten Kramkiste habe ich jetzt eine. Bücherkiste gemacht. Ja. Also da muss dringend reingeguckt werden. Und auch, ihr könnt, wenn ihr jetzt noch was habt, da reinschmeißen. Immer rinnen damit. Wir werden das dann bei Gelegenheit verkaufen alles. Und Guckst du Machete? Oh, die brennt. Ja, ich habe mir gerade eine Feuermaut reingemacht. Ich mag das gerne. Und dann hast du da unten am Griff noch. Warte mal. Alter, das. Aha. Und rot gemacht. Eigentlich rosa, aber guck, die wird gar nicht richtig rosa. Nee, die ist jetzt rostrot. Ja, so, ich nehme aber was aus der Hand. Ja, wir haben heute, wie viele Quests haben wir denn gemacht? Vier, ne? Ich glaube vier. Eins, zwei, drei. Drei auf jeden Fall. Ich glaube vier. Drei oder vier? Vier. Ich glaube zwei vor der Nacht und eine danach, ne? Hm? Und dann noch die Schule, ja. Ja. Ja, haben wir so viel geschafft wie letztes Mal. Allerdings war das heute sehr, wie soll ich sagen, herzbelastend. Brisant. Brisant. Ja, aber hat Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht. Wir haben viel Loot mit nach Hause gebracht. Ja, ja. Guck mal, was wir jetzt bei den, das letzte Mal Vierer-Quest, diesmal Vierer-Quest, was wir da gekriegt haben. Mega, oder? Die ganzen Fünfer-Quests, das war immer nur Grutzendreck. Ja. Deswegen, also von daher, das lohnt sich schon irgendwie, wir müssen mal schauen. Ihr denkt dran, bitte morgen könnt ihr ja beim Jason reingucken. Wie gesagt, was war Walking Dead, ne? Ja. Und irgendwann war ja dann auch diese Vorschau von den Machern von Seven Days wegen der Alpha 21. Wir sind gespannt, dass es bald losgeht. Also so lange müssen wir nicht mehr durchhalten. Mhm. Ich hoffe, die Jungs hier, zum vor allen Dingen Ron und Stefan, und dass ihr nicht zu gefrustet seid. Wie gesagt, das ist kein Einfluss von mir. Wenn ich es beeinflussen könnte, würde ich es natürlich begünstigen. Ist ja wohl klar. Na klar. Aber ist leider nicht in meinem Einflussbereich. Ich weiß nicht, warum es ein Stream gut geht, ein Stream scheiße. Keine Ahnung nicht, was da los ist. Ich sag das jetzt wirklich auch so. Man soll die Worte nicht so deutlich sagen, aber leider ist es nun mal so. Nächstes Mal hoffe ich, dass es dann mit Manu wieder zusammen ist. Ja, auf jeden Fall. Weil dann ja schon wieder die Vorbereitung zur nächsten Ordennacht ist, ne?
Ich bin jetzt mal ganz böse. So viel Liebe kann ich nicht empfinden. Nein, Beringer hat geschrieben, wolltet ihr nicht mal die rosa Fliese wegmachen? Die triggert mein Munkauge. Deins? Sie ist nicht mehr vorhanden. Weißt du, so einfach ist das. Guck mal, jetzt sieht man die nicht mehr. Mhm. Ich guck jetzt in deine wunderschönen Augen. In meine Muckaugen. Puck die Stubenfliege. Okay. Vielen Dank. Wenn euch die Videos auf YouTube gefallen haben, lasst euch ein Däumchen da. Ihr dürft auch gerne Kommentare schreiben, Fragen stellen etc. pp. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal auf den Trailer hinweisen. Wir haben auf dem, ich habe auf meinem Kanal einen Trailer laufen. Auch ein Jason hat einen Trailer laufen. Oder aber auch Julia Let's Plays hat einen Trailer laufen. Schaut ihn euch an. Ja. In naher Zukunft wird es bald wahr sein. In diesem Sinne, macht's gut, ciao und bye bye.